Ich heiße Fefen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Er ist übrigens der einzige Android, der noch kein Aufwiegler ist. Er ist kein Aufwiegler. Ich will mich mal hier in einem Garten so ein bisschen umsehen. Ich finde den eigentlich ganz schick. Oh, hier kann ich sogar was machen. Was ist das? Ja, ich will es berühren. Seltsames Gerät, weiß nicht, was es ist, was es tut, aber sieht cool aus. Er hat einen Schirm dabei. Gibt es in der Mitte irgendwas? Ich finde das cool, wie das hier gemacht ist. Das hat sowas von einem neumodernen Garten. Und der gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Hier steht ein Bambusbäumchen. Ist da drüben noch irgendwas? Sieht nicht so aus, okay. Hallo Amanda. Hallo Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück. Sie ist echt schräg. Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Boah. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Konntest du etwas herausfinden? Oh. Irgendwas habe ich nicht gefunden. Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Ja, das Mythos RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Die Regen... Ich bringe diese Untersuchung zu Ende. Habt ihr das gesehen? Die Regentropfen auf ihrem Gesicht. Ich werde sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Ich glaube, wenn er zum Abweichler wird, dann wird das sehr interessant. Oh, wir sind jetzt schon befreundet mit Hank. Ah, in seinem Haus.
Das ist der Hund. Ich sehe da nichts. Im Auto ist er auch nett. Da ist ein... Wie nennt sich das? Bewegungsmelder. Und er springt tatsächlich an. Und geht wieder aus, wenn wir nicht mehr in der Nähe sind. Kann man hier auch ums Haus gehen? Ich liebe diese Entscheidungsfreiheit. Aber man sieht immer noch nicht Lieutenant Anderson. Wow. Lieutenant Anderson! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Oh, ist der Hund cool. Oh. Hank. Okay. Black Lamb, schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Schottischer Whisky, Spuren von Alkohol. Ja, auch Alkohol. Herz, leichte Arrhythmien, kein Anzeichen eines Traumas. Warum hat er die Waffe hier? Revolver, Magnum, Kaliber 357, eine Kugel übrig. Er hat doch wohl eine russische Roulette gespielt. Lieutenant! Lieutenant! Connor! Hat er nicht gemacht! Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss dich aus meinem Haus! Verpiss dich aus meinem Haus! Ich brauche sie! Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier! Oh mein Gott, das wird jetzt lustig. Okay, wo ist das Badezimmer? Lauf, lauf. Guter Hund. Fassi! Ich glaube, ich muss kotzen. Habe ich den jetzt echt so gegen die Wand gelehnt? Komm, Hank. Ja, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Oh. Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Ah. Es ist zu ihrem Besten. Oh mein Gott. Ja. Was zum Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Cop der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Nein. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nein. Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin auf die Untersuchung des Falles programmiert und dafür brauche ich Sie. Dein verdammter Fall interessiert mich echt ein Scheiß. Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden?
Verschwinde endlich hier! Oje, oje. Na komm, ja. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub. Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen Verlust würde mir sicher nicht schaden. Oh. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Oh, egal. So. Kann man hier nichts anderes machen. Wir können nichts anderes machen. Wir müssen die saubere Kleidung holen. Was möchten Sie anziehen? Tipi gestreift, streifig. Es ist der Unterschied zwischen gestreift und streifig. Ich nehme streifig. Hank ist kein Hippie. Es ist sowieso egal, was wir ihm bringen. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Alles raus. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Oh, ne, mit Animation, ich... Also das war jetzt echt ekelhaft. Wer im Hintergrund ein bisschen geguckt hat, es ist ekelhaft. Ich glaube, er hat einen Sohn. Oh je. Ich glaube, wir haben schon das Allerwichtigste über Hank herausgefunden. Und warum er so viel trinkt. Weil er seinen Sohn verloren hat. Was wollten Sie mit der Waffe? Großes Pistolett. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Oh. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Sumo ist ein voll süßer Hund. Oh je. Oh je, wir haben ja ganz vieles weggefunden. Ganz vieles. Hanks Hund beruhigen. Auto überprüfen, Schlafzimmerfenster überprüfen. Vordere Wohnzimmerfenster. Ich hätte wahrscheinlich die Tür noch klingeln können. Egal. Jetzt ist halt die Frage, es kann sein, dass man bei auf Hank warten tatsächlich nur 2 Sachen machen kann, egal wie man, wie wo, was. Aber freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Hat echt Spaß gemacht. Zum Eden Club, da haben wir schon mal einen Prospekt von gesehen. Aber ich denke mal, in der nächsten Folge wird es nicht im Eden Club weitergehen, denn es dürft wieder Marcus dran sein. Oh, ich bin gespannt. Also wenn es so weitergeht wie bisher, müsste eigentlich Marcus dran sein, außer sie überraschen uns jetzt komplett. Ihr werdet sehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.